Kollegin Barbara Lanzinger für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht noch mal zusammenfassend. Heute haben wir die erste Beratung dieses Gesetzentwurfs. Er ist ein bisschen kompliziert formuliert. Vergabe von Wegenutzungsrechten zur leitungsgebundenen Energieversorgung hört sich schwieriger an, als es ist, und ist aber sehr wichtig. Kurz, es geht um die Rechte zur Nutzung, noch mal als Wiederholung, der Gas- und Stromteilernetze. Warum behandeln wir das Thema? Die Verteilnetze sind zum Beispiel auch jene Stromleitungen, die auf regionaler und kommunaler, gemeindlicher Ebene, hat Herr Saathoff ja auch schon betont, dass es nicht nur kommunal, sondern dass wir auch das Gemeindliche nochmal in den Vordergrund stellen, die auf regionaler und kommunaler den Strom bis hin zum einzelnen Verbraucher transportieren. In den Verteilnetzen findet die Energiewende statt. Sie sind von zentraler Bedeutung. Die Wegenutzungsrechte sind, auch das ist schon erwähnt worden, spätestens alle 20 Jahre in einem wettbewerblichen Verfahren neu zu vergeben. In den letzten Jahren hat es in der Tat vielzählige gerichtliche Auseinandersetzungen gegeben. Auch das führt zu Verzögerungen im Netzausbau, der dringend benötigt wird. Aus diesem Grund brauchen wir nochmal Rechtssicherheit. Diese zu schaffen, haben wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Und das setzen wir jetzt um. Und dies dient auch der Energiewende und den Kommunen und Gemeinden und auch dem Allgemeinwohl. Im Großen und Ganzen sind die Inhalte des Gesetzentwurfs positiv zu bewerten. Die Vorschriften der zur Vergabe von Wegenutzungsverträgen werden konkretisiert. Die Planungssicherheit beim Netzübergang für die beteiligten Unternehmen und Gemeinden wird damit verbessert, und es wird mehr Rechtssicherheit gewährleistet. Einige Punkte vielleicht noch mal konkret. In § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes liegt unser grundlegendes Ziel: eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leistungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas. Das ist auch der Zweck des heute zu beratenden Gesetzes. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Wegenutzungsrechte in einem wettbewerblichen Verfahren alle 20 Jahre vergeben. Und das ist kein Selbstzweck. Die Kommunen besitzen bei den Wegenutzungsrechten ein fast natürliches Monopol. Sie haben dabei eine durchaus marktbeherrschende Stellung. Der Wettbewerb um die Wegenutzungsrechte erfolgt somit nicht unbedingt im freien Markt. Die Laufzeitbegrenzung verhindert, dass das Verteilnetz vor diesem Hintergrund erstarrt. Ansonsten bestünde die Gefahr ineffektiver Ewigkeitsrechte. Eine durchaus mögliche Folge: steigende Nutzungsentgelte, somit höhere Strompreise, das wäre zum Nachteil von Verbrauchern, Gewerbe und auch Industrie. Auch der Wettbewerb um die Wegenutzung dient dem Wohl des Endverbrauchers. Nur durch ein transparentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren kann der geeignetste Netzbetreiber gefunden werden. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Punkt Rekommunalisierung auch heute gebracht, kombiniert mit der Forderung nach der Inhouse-Vergabe. Das heißt, Direktvergaben an kommunale Unternehmen ohne wettbewerbliches Auswahlverfahren. Das lehnen wir ab. Wir wollen den Wettbewerb. Lassen Sie mich betonen, an Rekommunalisierung habe ich nichts auszusetzen, wir alle nicht. Ganz im Gegenteil, die kommunalen Akteure, Bürgerinnen und Bürger in der Energiewende sind mit einzubeziehen. Das schafft Akzeptanz, aber bereits heute können wir auch einen Trend zur Rekommunalisierung ja erkennen. Seit 2005 wurden mehr als 200 Konzessionen von kommunalen Unternehmen übernommen. Aber auch nur dann, wenn ein wettbewerbliches Verfahren vorausgegangen ist, ist es einfach auch richtig. Nur so wird der geeignetste Netzbetreiber gefunden. Und es gibt auch von Kommune zu Kommune ja unterschiedliche Rahmenbedingungen. Keine Kommune ist gleich, und der Übernahme von Netzen ist immer eine Einzelfallentscheidung. Deshalb muss die Kommune auch im Wettbewerb prüfen, ob sie ein Netz übernehmen kann, ob sie dafür geeignet ist, das Know-how hat, das
kann der Fall sein, in der großen Regel vielleicht, aber nicht automatisch immer. Und deshalb dürfen wir nicht vergessen, bei einer Übernahme von Wegenutzungsrechten und Netzen besteht neben den hohen Kaufkosten in der Regel auch ein erheblicher Investitionsbedarf in die Energienetze. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, wenn Kommunen am Wettbewerb teilnehmen und die Auswahl anhand wettbewerblicher Kriterien erfolgt. Und nochmal auf der Grundlage von § 1. Hier steht auch drin, die Stärkung der Gemeinden und Kommunen, Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft. Das ist x-mal auch rechtlich geprüft worden, was örtliche Gemeinschaft heißt. Wettbewerb hat hier, denke ich, eine durchaus heilsame Wirkung. Letztendlich soll nicht die Kommune von der Ausschreibung profitieren, sondern der Kunde. Der Endverbraucher soll profitieren von dieser Ausschreibung. Um das geht es. Und deshalb ist eine ausschließlich Inhouse-Vergabe einfach nicht richtig. Das heißt jedoch nicht, dass Kommunen keinen Gestaltungsspielraum mehr erhalten sollen. Ganz im Gegenteil. Auch schon, Kollege Liebing hat es ja erwähnt, um die Rolle der kommunalen Interessen zu stärken, ist es bedeutend, dass die örtlichen Rahmenbedingungen in den Auswahlkriterien auch tatsächlich Beachtung finden können. Und genau das sieht der Gesetzentwurf ja vor. Entscheidungsspielraum bei der Formulierung und Gewichtung der Auswahlkriterien wird gewährleistet. Und das ist ein absolut richtiger Schritt. Die Verteilnetze, lassen Sie mich zum Schluss kommen, sind ein essentieller Baustein im Rahmen der Energiewende. Die Kommunen sind ein ganz zentraler Akteur. Wir wollen auch weiterhin eine gute Energieversorgung für die Allgemeinheit. Sicher, preisgünstig, verbraucherfreundlich, effizient und umweltverträglich. Mit einem zunehmenden Anteil an erneuerbaren Energien. Dafür müssen wir auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Und auch dahingehend werden wir den vorliegenden Gesetzentwurf durchaus auch auf Herz und Nieren überprüfen. Und ich freue mich schon auf die weitere Beratung für dieses Gesetz. Dankeschön. Vielen Dank.